So, hallo. Jetzt bin ich mal im nächsten Video zu sehen. Ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar, was passiert, wenn im Winter ein großer Stromausfall kommt und hier im Haus die Heizung ausfällt. Ja, wie heizt man denn die Hamsterzimmer? Und meine Empfehlung ist an alle von euch da draußen, kauft euch Solarpanels. Kauft euch einen Stromwandler, der die 12 Volt umwandelt in 230. Da gibt es verschiedene Versionen, aber am besten ist eine Version, die mindestens 1500 Watt liefert. Das ist jetzt für eine Klimaanlage gerechnet. Ich muss natürlich die größere Version haben, die mindestens 3000 Watt liefert. Und dazwischen muss man natürlich als Speicherpuffer eine Autobatterie haben, eine riesengroße. Also mindestens 100 Amperestunden. Ja, und wenn das Ganze dann funktioniert, dann könnt ihr, wenn die Solarpanels quasi über Tag dann die Batterie aufladen, könnt ihr am Tag natürlich die Klimaanlagen laufen lassen. Ihr könnt heizen, allerdings natürlich auf relativ humane Werte, also 20 Grad, und dann sollte das eigentlich reichen. Denn das Problem, was auftritt, wenn man Hamster züchtet, ich habe jetzt natürlich einige, das sind 50 bis 70 Stück, inklusive der Babys natürlich. Und man möchte natürlich nicht, dass die verrecken, weil nur weil ein bisschen Stromausfall ist, und die Heizung nicht geht, müssen die ja nicht in Winterschlaf fallen. Viele Leute wissen das vielleicht gar nicht oder denken nicht drüber nach. Die Hamster, draußen in freier Natur halten Winterschlaf. Und bei plus 10 Grad ab dieser Temperatur gehen die in den Winterschlaf über. Und bei Zuchttieren, die ich natürlich jetzt habe, gibt es das Problem, ja, die fallen in Winterschlaf. Und wie weckt man sie dann auf? Die bleiben nämlich, meistens verläuft dieser Winterschlaf tödlich, weil die wachen einfach nicht mehr auf. So, und um das zu vermeiden, sollte man mindestens, also die Mini-Temperatur wäre 15 Grad, aber das ist schon fast zu kalt. Also wie gesagt, 18 Grad, 20 Grad, das ist optimal. Da können die Hamster überleben. Und ich gehe mal davon aus, ich hoffe mal nicht, dass so ein Stromausfall länger wie 2 Wochen dauert. Das Problem im Winter, was wir natürlich haben, ist, die Sonne scheint natürlich nicht den ganzen Tag. Also sprich, man muss jede Sekunde Tageslicht nutzen, sodass man die Autobatterie dann voll bekommt. Und man muss natürlich auch nicht die ganze Zeit die Heizung laufen lassen, sondern immer peu à peu à peu heizen. Jo, also ich gehe auch davon aus, wie es in den meisten YouTube-Kanälen auch schon bekannt ist, dass es irgendwann zu einem Stromausfall kommen wird. Warum? Ja, wenn natürlich alle Atomkraftwerke abgebaut werden und man nur noch mit Windkraft und mit irgendwelchen anderen alternativen Energien, ja, Photovoltaikanlagen laufen nachts natürlich nicht. Gut, Wind kann es nachts geben, aber ich denke mal nicht so oft. Und nur mit Windkraft alleine, ich glaube, da wird Deutschland nicht mit komplett strommäßig versorgt werden können. Ja, die schalten ja alles ab. Und irgendwann wird unser Stromnetz, das wird zusammenbrechen. Also das ist auch meine Erfahrung. Denn wie gesagt, ich habe schon aushilfsweise in einem Elektrokraftwerk arbeiten dürfen. Ich sage natürlich nicht wo, sondern ich habe mitbekommen, also abends Photovoltaikanlagen, da läuft gar nichts. Die Windkraft, genau das gleiche, da läuft nichts. Das Problem bei diesen ganzen alternativen Energien ist auch eins. Dann, wenn die Industrie den Strom braucht, muss er produziert werden. Jetzt sag mal dem Wind, dass er windet und der Sonne, dass er scheint. Ist ein bisschen utopisch. Von daher ganz einfach. Machen wir uns mal ein bisschen selber Gedanken, versorgen wir uns mal ein bisschen selbst mit ein bisschen Strom. Wie gesagt, im Notfall kann euch das wirklich retten, weil erstens ist es in dem Hamsterzimmer dann natürlich angenehm warm, kuschelig. Also ich meine, im tiefsten Winter 20 Grad zu haben, ist doch gar nicht mal so unübel.
So, der Kostenaufwand, also ich meine, jedes Solarpanel muss man so circa 100 Euro rechnen. Der Wandler, es kommt darauf an, wie viel Kilowatt der liefern muss. Also, dass man eine Kaffeemaschine betreibt, ein Bügeleisen, Staubsauger, einen Kühlschrank zum Beispiel, kann man damit auch im Wind, also wenn der Stromausfall kommt, weiterlaufen lassen. Das Zeug verreckt dann nicht. Die Gefriertruhe kann man damit betreiben, verreckt auch nicht, weil wie gesagt, die Gefriertruhe hält ja im Normalfall die meisten so 48 Stunden, bleibt das Zeug kühl. Ja, und wenn ihr dann jeden Tag einmal ein bisschen die Truhe laufen lasst, dass die wieder auf ihre Kühltemperatur kommt, ich denke mal, da hat man einiges gewonnen. Also der Nebeneffekt von der Anschaffung von so einem Material ist nicht von der Hand zu weisen. Also nehmt ein bisschen Kohle in die Hand, besorgt euch Solarpanel, den Wandler, eine Autobatterie. Für Otto-Normalbürger, da reicht so eine kleine normale 36 Ampere-Stunden Batterie. Also ich meine, ihr habt ja nicht so viel Zeug wie ich. Ich muss zwei Klimaanlagen betreiben, ich muss meinen Kühlschrank hier oben und die Gefriertruhe mit kühl halten. Also ja, ich bin ein guter Kaffeetrinker, das kommt jetzt noch dazu. Also ich habe jetzt hier einen Kaffee stehen, also ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, auf meinen Kaffee möchte ich nämlich auch nicht verzichten, wenn der Stromausfall kommt. Ja, und Kaffeemaschine läuft mit so einem Stromwandler. Ja, also das packt das Gerät locker. Wie gesagt, 1500 Watt natürlich, ne? Also mit so einem popeligen Kfz-Wandler da, der dann 300 Watt liefert, also da könnt ihr die Kaffeemaschine vergessen. Das ist nur was, um eine Glühbirne le zum Leuchten bringen, ja? Was noch ein Vorteil ist, also ich meine, denkt jetzt mal über eure Handys nach. Wenn der Stromausfall vorbei ist, sind ja eigentlich alle eure Handys leer gelutscht, ne? Und dann müsst ihr sie ja erstmal laden. Wenn der Stromausfall bei mir fertig ist, meine Handys sind aufgeladen. Die kann man nämlich auch mit so einem Stromwandler dann, da könnt ihr eure Netzteile ranklemmen an so eine Steckdosenleiste und dann könnt ihr eure Handys, Tablets, was ihr alles habt, könnt ihr aufladen. Ne? Und es gibt ja auch schon kleine Transistorradios, die man haben soll in einem Notfall. Da gibt es welche mit Handkurbel, aber es gibt auch welche, die man über USB, Powerbank oder so aufladen kann. Also wie gesagt, schafft euch auch so eine Powerbank an. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man im Notfall dann wenigstens ein Handy hat. Ja? Und wer weiß, wann das Handynetz dann wieder geht. Immer daran denken, in einem Stromausfall, wenn der länger dauert, nach 3 Tagen gibt es kein Telefon, da gibt es kein Festnetz, es gibt gar nichts. Ja? Ihr könnt keine Polizei rufen, wenn sie bei euch in die Wohnung einsteigen. Das könnt ihr alles vergessen. Also die Überlegung, sich sowas anzuschaffen, ist schon nicht von der Hand zu weisen. Ja, das wollte ich jetzt euch nur mal als Video bringen. Und wie gesagt, hier im Hintergrund, ihr seht die Becken, ihr seht das Hamsterzimmer 1. Ja, also ich muss praktisch zwei Zimmer beheizen. Die Frage ist, wie macht man es? Also ich habe das große Los. Ich habe meine Klimaanlagen. Ja gut, im Sommer kühlen kannst du mit so einer Photovoltaik-Geschichte natürlich nicht. Aber wie gesagt, heizen, das funktioniert. Die Klimaanlagen heizen dann halt auch 18 Grad, 22 Grad hoch. Höher fahren die dann auch nicht. Aber das ist ein Temperaturbereich, der ist für die Hamster vollkommen okay. Und ich meine, als Mensch, wenn du 20 Grad im Zimmer hast, wenn es draußen auf dem Kalt ist, funktioniert. Also in dem Sinn, ich wünsche euch was und ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Teilt das Video mit möglichst vielen Menschen, die auch ein bisschen drüber nachdenken, was man bei Stromausfall machen kann. Wie gesagt, die Geschichte, die ich hier angeleiert habe, die kostet mindestens 500 Euro, eher 600 Euro. Und da bin ich gepampert und wie gesagt, ich kann dann sogar kochen auf eine kleine Kochplatte. Im Notfall rettet euch das auf Deutsch den Arsch. Also, teilt das Video, liked's und bis bald. Ciao.